Hallöchen Leute, Valamor Gules und willkommen zu einem neuen Part von der Pokémon Smaragd Randomizer. Nee, jetzt habe ich mein Intro verkackt, glaubst du das? Wie oft habe ich das jetzt schon gemacht? Mal ehrlich, wie viel Part ist das? So 32 rum? 32 Mal habe ich das jetzt schon gemacht und jetzt verspreche ich mich? What? Die Frage ist auch, soll ich das jetzt nochmal machen? Lösche ich das jetzt, mache das nochmal und lade das dann ganz seriös und professionell hoch? Oder belasse ich es dabei, bei meiner Fehlerei und fange jetzt einfach nochmal an, das wäre nichts gewesen. Here we go! Hallöchen Leute, Valamor Gules und willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Mit Randomizer, oh ja. Okay, Freunde, wir befinden uns, wo sind wir eigentlich, 115, ne? Route 115, wir haben noch immer ein Pokémon frei zu fangen. Achso, genau, ich habe hier auch meine Liste offen, die sagt 115. Ja, Ottchen, Pokémon fangen, ja. Und das machen wir auch. Oh, ein Sorzenia, ist das nice. Also, ihr wisst ja vielleicht von meiner Aversion, möchte ich fast sagen, gegen, oh, nur noch ein Schnabel, och nein. Wir könnten das so schön wegrotzen. Warte mal, Popons ist Psycho. Ich glaube, ich kann mir nichts anhaben. Nee. Ihr wisst ja vielleicht von meiner kleinen Aversion gegen Pflanzen-Pokémon. Gegen jegliche Pflanzen-Pokémon, egal welche. Aber. Oho, aber Sorzenia finde ich ganz angenehm. Oh, Leute, die machen ja heftigste Attacken. Ich habe ein wenig Angst. Ich kann auch, ja, das war's mit Zeni, der hat nichts mehr zu bieten an Attacken. Das war's. Da müssen wir doch glatt, wen hatten wir da? Poupons, ja, das passt ganz. Ach nee, der hat einen Satz 10, ja. Aber er hat doch Psycho. Ah, weil das passt nicht so gut. Ach, aber das Satz 10, ja, ist eigentlich fast weg. Ich wage jetzt mal einen harten Schritt, wenn ich jetzt ein Rasierblatt abkriege. Aber nein, wir haben Ruckzuckieb, alles gut. Wir haben Ruckzuckieb, Fräulein Blüte. Hau den Ruckzuckieb raus und erledige das. Was wollte ich sagen? Aber Sarzenia finde ich irgendwie noch interessant an Pflanzen-Pokémon. Ich könnte mir überlegen, so ein Sarzenia in mein Team aufzunehmen. Okay, Papalores. Happa Happa von Papa Nappa. Nee, Papalores ist das. Ich konnte es mir immer noch nie merken. Ist das Pflanze oder Wasser? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass hier auf Poupons, weil das ziemlich sicher auch Boden ist, eine Wasserattacke starten. Sowie ein Ruckzuckieb auf Papalores. Und ich habe keine Ahnung, ob das Wasser oder Pflanze ist. So, ja genau, die Aqua... Schmand der Hölle! Die Aquaknarre reicht aber sowas von locker aus. Oh, 73. Ja, Mai. Ja, Mai. Und er hat noch zwei. Okay. Fräulein Blüte, ja, okay. Wollte gerade sagen, die HP neigen sich dem orangenen Bereich, wo wir soeben angekommen sind. Das werde ich schwuppdiwupps beheben. Tja, Dratini, Papalores, weißt du, was willst du da? Ups, nein, nein, so nicht. Was willst du da jetzt groß machen? Ich meine, ich kann da mal drauf beißen, ne? Dratini, pff. Komm, ich beiß da jetzt erstmal drauf. Du kriegst, ja, Frau Blüte, du kriegst jetzt einen Trank ab. Tränke kaufen. Memo an mich selbst. Tränke kaufen. Pokebälle muss ich, glaube ich, auch kaufen. Jo. Leute, ich wollte mal noch was fragen. Okay, Biss, kannst du vergessen. Gut, weiß ich Bescheid. Ich wollte mal noch was fragen. Irgendwann, in naher Zukunft, neigt sich ja Pokémon Snap sowie Pokémon Smaragd, wobei Pokémon Snap in noch näherer Zukunft, aber beide neigen sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Und ich wollte mal ganz unverfälscht und spontan eure Meinung abholen. Ich werde danach auf jeden Fall noch ein Pokémon-Spiel spielen. Und ich schwanke. Und ich würde gerne mal eure Meinung hören. Das heißt nicht, dass ich... also jetzt keine Umfrage. Das ist jetzt nichts Festes, was jetzt hierbei rauskommt. Ich würde es gerne einfach wirklich nur wissen. Und zwar schwanke ich... Okay, das geht. Ah, das geht ja klar. Windhose, macht das. Ja, geht klar. Und zwar schwanke ich... Zwischen... Wie heißt jetzt? Fällt mir den Namen nicht ein. Also es gibt diese Fanmade, oder wie man das auch immer nennt, Hex, glaube ich, nennt man das, ne? Diese selbst erstellten Editionen.
Und da gibt es Pokémon Zeta und Omikron. Beides sieht sehr geil aus und reizt mich unglaublich doll, weil es dort komplett neue Pokémon gibt, neue Starter-Pokémon, neues Gebiet, neue Story, neuen Charakter, neue Arena-Leiter, also wirklich alles neu. Nennt sich Pokémon Zeta und Omikron. Und ja, das würde mich natürlich unglaublich reizen, eine komplett neue Version zu spielen und mich nochmal zu fühlen wie damals mit 10, als ich Pokémon Blau ausgekramt habe oder mir gekauft habe. Kaufen ließ, ja. Oh, das wäre jetzt, wie gesagt, Nummer 1. Weil es einfach so neu ist, reizt mich das so sehr. Oder Pokémon X oder Y für auf dem 3DS. Dementsprechend würde ich mir eine Capture Card holen, was ich ohnehin vorhabe, denn wenn spätestens, wenn Pokémon Rot, Blau, Gelb für den 3DS rauskommt, was ich krieg ja jetzt schon Herzflattern, wenn ich daran denke, spätestens dann werde ich auf jeden Fall das Spiel Let's Playen, da bin ich absolut sicher jetzt schon. Es wäre also ohnehin irgendwann an der Zeit, sich eine Capture Card zu holen für den 3DS. Da würde sich halt anbieten, auch vorher vielleicht noch XY reinzuschieben. Also, was komplett Neues mit Zeta Omikron oder was neu, ja, die neueste Edition, wenn man so will. Ihr wisst ja schon, was ich meine, ne? Was sagt ihr dazu? Was würde euch als Zuschauer mehr reizen zu sehen? Das würde mich interessieren. Okay, was ich jetzt mache, ist mal ganz fix heilen. Dies und jenes einkaufen. Was da wären? Tränke, wie ich memo an mich selbst. Tränke und Bälle, glaube ich. Lass mich doch mal schauen. Willkommen! Okay, gucken wir erstmal, was wir Schönes verkaufen können. Sowas wie Beleber zum Beispiel, ne? Das brauchen wir ja nicht in den Nasenlock, ne? Machuban, was das denn? Sinkt. Das werde ich nie benutzen. Aber krieg 1,5, hallo? Gib mir! Energiestaub. Oh, okay, ja. Beleber, zack, haben wir einen. Kann weg. Mach's gut. Brauche ich nicht. Ja, Mondstein, AP Plus. Okay, sieht gut aus. Okay, lass doch mal schauen. Ein Supertrank nur noch. 6 Sprudeljahr-Tränke definitiv. Und ballmäßig 20. Okay. Ja, so ganz ordentlich aus. Mehr Trank. Ich nehme auch ein paar kleine mit, weil manchmal lohnt es sich einfach nicht, so ein 50er zu verballern. Supertränke habe ich noch einen. Jawohl, da können wir uns mal richtig gut gönnen. 15, haben wir mal die Hälfte raus. Gifte, 6, Para, 4. Gut, da kann man noch mal haben. Ja, okay, passt. Gut, Pokéball. Habe ich schon geholt? Ne, hol ich auch mal ein paar. 10. So viel werde ich es noch nie brauchen, aber ist egal. Ein Pokémon pro Route, heute willst du da groß aufballern, ne? Naja, gut. Okay, Freunde, ich habe noch immer ein kleines Problemchen. Weil ich war, glaube ich, immer noch nicht in Bad fucking Lavastadt. Und ich weiß nicht, wie zum Kuckuck ich da hinkomme. Hier muss ich hin. Also, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was gerade eigentlich. Was ist eigentlich meine Aufgabe hier? Habe ich irgendeine Aufgabe bekommen? Team Mark. Ach! Genau! Die wollten doch zum Schlotberg. Oder? Die wollen doch zum Schlotberg mit ihrem. Was auch immer. Ich habe die doch im letzten Part getroffen, Team Magma. Aber wo wollten die hin? Ich sehe nämlich keinen Schlotberg. Wo ist denn der Schlotberg? 14. Hier in Meta-Rostfällen habe ich sie gefunden. Aber wo ist denn dieser Schlotberg? Und wie komme ich jetzt nach Bad fucking Lavastadt? Muss ich jetzt hier rum nochmal den ganzen Weg zurück? Dann hier lang und dann hier reinbiegen? Oder ich kann doch über Wiesenflur gehen. Über mal. Boah, das scheint mir noch länger zu sein. Nee, komm. Ich glaube, wir gehen oben lang. Haben wir eigentlich schon Surfer? Das wäre auch ganz interessant zu wissen. Ach Gott im Himmel. 115. Ich habe hier noch gar kein Stück gesehen. Irgendwas, wo man mal ein Pokémon fangen kann. Okay. Haben wir Surfer? Nein, wir haben keinen Surfer. Ich könnte natürlich angeln. Aber ich habe mit Chillok natürlich schon mal per se das geilste Wasser-Pokémon, wo gibt. Brauche ich jetzt nicht zwangsläufig noch eins. Ich komme nicht hin. Was ist das denn jetzt? Nein, sag nicht, ich bin jetzt hier. Oh nein, man kann nur runter, nicht hoch. Oh, leck mich doch am Zückerli. Wir kommen hier nicht mehr hoch. Oh nein, ihr Penner. Okay, da muss ich jetzt wirklich den Weg da nochmal langballern? Ist das eure richtige Ernte? 116. Warte mal, kann ich die. Nee, da haben wir einen Zigzags geholt. Nee, 116 ist nichts. Hier können wir. Wollte ich gerade sagen, hier können wir. Oh, ein Karpador, wie cool!
Das, ja, das würde ich schon mitnehmen. So Garados. Oh, sage ich nur. Mua, Freunde. Mua. Aber nicht für uns. Okay, dann würde ich nämlich sagen. Ja, Mann, ich dachte gerade, verdammt, es sind nur noch 3 Schritte. Da lohnt sich doch kein Schutz mehr. Na, kommt sowas bei rum. Man muss es einfach machen, Leute. Man muss es einfach machen. Musste, denkst du, haust ein Item raus. Aber im Endeffekt bringt es dir dann doch was. Aber jetzt mache ich keins mehr. Und doch jetzt. Komm, ich mach's jetzt einfach. Ich mach's jetzt. Schutz, 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 Schutz. Ja. Jawohl, so schnell. So, wenn man es einfach nur machen würde. Okay, da müssen wir jetzt nochmal hier durchkrachen. Oder? Ja, ja. Müssen wir, müssen wir. Metaflortunnel. Metaflortunnel? Das steht gar nicht auf meiner Liste drauf, aber ziemlich sicher habe ich ja schon eins gefangen. Ach hier, Freunde, ich kann euch helfen. Ach so. Jetzt, Freunde, jetzt. Achso, VM, genau, VM4, wir haben Stärke erhalten, ja, geil. Schau dir das an, haben wir Stärke mal eben bekommen. Supi. Und ich hoffe, dass der Nilo es vielleicht sogar lernen kann. Heike, du kannst dich jederzeit besuchen. Das ist so wunderbar. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. In meinem Bett meinst du wohl. Okay, also hier haben wir schon eins gefangen. Auch wenn es nicht auf meiner Liste steht, was mich ein bisschen wundert. Aber vielleicht steht es eher als irgendeine Route auf meiner Liste und nicht als Tunnel. Okay, ja, man. Einen todessüchtigen Wanderer, der sich gerne mit mir in den Ring begeben möchte, um einfach mal meine Faust zu spüren. Er will mich im Boxen, aber kann auch gerne machen. Wir haben ja einen Schillock am Start, insofern er Stein-Pokémon hat, kommt er mit einem Goldini. Glaubt ihr es? Aber da können wir gegen schnabeln, oder? Schnabel ist, glaube ich, nicht so effektiv. Tief, aber ist okay, ist okay. Kann man machen, sage ich mal. Kann man machen. Super Schall, geht daneben. Und Noctu hat auch eine ziemlich geile Passiv, ne? Er kann doch, glaube ich, nicht. Seine Genauigkeit kann nicht gesenkt werden, was ich ziemlich geil finde. Okay, Stolunia. Oh, mit Stolunia habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Richtig, richtig schlechte Erfahrung, fällt mir gerade auf. Es gab diesen Part am Strand, wo diese scheiß Stolunia mir mein damals Lieblings-Pokémon weggenommen, also besiegt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, Tassler, oder? Auf jeden Fall hat dieses blöde Viech mir wirklich ein tolles Pokémon zerstört. Und darum gibt es jetzt ein Schmur in der Hölle Vortreffer. Bitch. Yeah, Level 25 für Shilok, für Ricky Nils. Der hat mich neulich gefragt. Oh, Turbodreher. Ja, das ist natürlich eine schöne Wettbewerbsattacke. Für mich, ehrlich gesagt, uninteressant. Glaube ich, wenn es jetzt kein... Nee. Uninteressant für mich. Ist nur im Wettbewerb interessant. Also vielleicht, ihr könnt mir auch widersprechen, vielleicht ist das so irgendwie geil, aber ich sehe da jetzt keinen großen Mehrwert drin. Naja, das war's. Ja, der gute Regi Nils, der hat mir neulich erzählt, das ist so witzig, oder? Also, keine Ahnung, ob ihr das auch so seht, aber ich meine, der guckt jeden fucking Part von mir. Nicht nur Pokémon, alles. Einfach alles, Nils, was los mit dir? Nein, der guckt einfach jeden Part. Und auch Pokémon. Und neulich erfahre ich, und ich spiele ja schon ein bisschen länger Pokémon, muss man sagen. Pokémon Blau, die ist so 50 Wochen oder so, ne? Und erst neulich erfahre ich, im letzten Part, der kennt sich gar nicht so gut aus mit Pokémon. Hat er mich gefragt, ob hier sein Shillock, ob es epic ist, ob es noch eine Entwicklung hat. Ich dachte, hä? Wie noch eine Entwicklung? Was meinst du denn? Hat es irgendwas mit dem Randomizer zu tun? Warum? Oh, und hat er mir gesagt, der kennt Pokémon gar nicht so, er weiß auch nicht, was dabei rausschlüpft. 116. Ja. Ist immer noch die gleiche Route. Was mit dir? Ja, meine Brille fallen, das kannst du mal nicht finden. Puh, ach du Gott, liegt dir jetzt wirklich irgendwo eine Brille rum? Brauche ich dafür diesen Detektor-Dingsbums? Hab ich ihn überhaupt schon? Gibt's ihn hier überhaupt? Gibt's ihn überhaupt in dieser Scheiß-Version? Nee, keine Ahnung. Tatsächlich, Detektor. Okay, hier lege ich den nochmal auf Select und benutze ihn. Wow. Okay, er springt dir direkt heftigst an. Sag nicht, Kollege, du hast jetzt hier wirklich deine Brille fallen lassen. Du hast sie doch auf dem Gesicht, das sehe ich doch. Du hast sie auf der Nase. Junge, wenn du mich hier verarschst, dann zertrete ich deine Brille. Während du sie trägst. Okay, also, nee, hier ist sie nicht. Geht jetzt wirklich von dem Typen die Brille suchen? Ist das ein Witz? Ich finde doch jetzt hier keine Brille auf dem Boden, oder? Das ist mir ein bisschen weit hergeholt, scheint mir das. Hallo? Brille? 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 Aber der blöde Detektor schlägt dir an. Brille? Brille? Das gibt's auch nicht nochmal. Aha. Er dreht sich in die Richtung. Hä? Wo ist er denn? Was, wenn ich das hier mache?
da lang. Auf jeden Fall hier lang, anscheinend. Okay. Drücke ich hier mal A. Ach, ein Schattenglas! Ach so! Ach Göttchen. Das haben sie aber schön gelöst, oder? Das muss man sagen. Ein Schattenglas ist eine Brille. Ja gut, die habe ich mir mal eben eingesteckt, ne? Die kriegst du nicht wieder, Freundchen. Okay. Gut, das war jetzt dieser Ausgang. Ich sehe, der Part neigt sich schon wieder leider dem Ende zu. Und ich werde aber jetzt noch schnell den Ausgang hier finden. Vorher einen Superschutz anschmeißen und euch dann langsam aber sicher aus dem Part hinausführen. Hinaus ins Leben, wenn man so will. Wiesenflur, da sind wir wieder. Okay, das ist also die heftige Abkürzung. Die Frage ist immer noch, ob ich in Bad Lavastadt schon war. War ich nämlich nicht. Warum nicht? Was ist hier passiert, dass ich hier nicht links einbiegen konnte? Naja. Naja, Freunde, gucke ich mir im nächsten Part an. Machen wir im nächsten Part. Wenn euch... Oh Gott, jetzt werden wir noch verwickelt. Mann, okay. Okay, dann müssen wir den Kampf jetzt noch machen. Tut mir leid. Ein Kampf ist es noch. Das heißt ja, dass ich östlich von Wiesenflur noch gar nicht war. Wie kann das denn... Jetzt hat die 6 Pokémon... Mädchen, ich will den Part beenden. Was ist denn los mit dir? Kommt die mir mit 6 Pokémon um die Ecke? Mein Gott. Na gut, das Schnabel war mal easy weg. Zack. So eine Schnabelattacke mit der Nase. Ich bin gespannt, was Noctu noch lernt. Ich hatte noch nie Noctu im Team. Das ist ja auch die Beauty, sage ich mal. McCargo, okay. Schillock, ein Fall für dich. Das ist ja auch die Beauty von Randomizer. Dass man durchaus und sogar ziemlich sicher mit Pokémon es zu tun bekommt in seinem eigenen Team, die man selbst noch nie im Team hatte, die ich nie mitnehmen würde. So wie ein Noctu hat mich nie gereizt bisher. Jetzt aber stehe ich richtig drauf. Noctu finde ich richtig geil gerade. Ich mag Eulen eigentlich. So. Achso, ich habe ja letztes Mal schon meine Eule probiert. Würde jetzt gut passen, aber geht nicht. Okay. Flug. Ja. Ach, wisst ihr, bleiben hier. Noctu, jetzt finde ich Noctu ziemlich geil, weil es auch so schnell ist. Ich mag ja schnelle Pokémon. So wie auch Fräulein Blüte zum Beispiel, auch sehr schnell. Finde ich geil. Und ja, das finde ich eine richtig tolle Sache am Randomizer einfach. Dass man einfach auch neue mal kennenlernt. Wisst ihr mal, ich spiele Pokémon seit 16 Jahren tatsächlich. Oh, Togepi, das kann... Oh Gott, Togepi. Scheiße, das kann mir richtig gefährlich werden, ne? Wenn das jetzt Metronom macht und... Was weiß ich? Hyperstrahl. Kernfusion. Explosion. Oder weiß ich ja. Kuckuck. Oh, jetzt habe ich fast meinen Controller entfernt. Dann kann mir das richtig gefährlich werden. Das muss man ganz schnell wegbrezeln. Zum Glück noch nur auf Level 11. Na gut. Schmande Hölle, Ei. Ja, das finde ich so geil, dass man... Also, genau, was ich sagen wollte. Ich spiele seit 16 Jahren Pokémon. Tatsächlich. Seit 99. Seit ich 10 Jahre alt bin, da kam Pokémon Rot-Blau raus. Und... Es gibt Pokémon, die ich noch niemals hatte. Also schon gefangen, ja. Zumindest in der ersten Generation. Später nicht mehr. Da habe ich ja lange nicht mehr alle gefangen. Aber selbst in der ersten Generation, die ich noch nie in meinem Team hatte. Sowas wie, was fällt mir spontan ein? Tauros. Sichlor. Es war ziemlich geil. Weiß nicht, warum ich es nicht cool finde. Aber es eigentlich cool ist. Fakt ist, ich hatte es noch nie im Team. Oder hier, Noctu hatte ich noch nie dabei. Oder sowas wie ein Owei oder so. Und das finde ich so schön, dass man... gezwungen ist, in Anführungsstrichen, als ob das was Schlechtes wäre, aber ist ja gerade das Tolle daran, dass man mit neuen Pokémon sich hier klarkommen muss und neue Pokémon trainieren muss. Und, also ich finde es richtig toll und darum mag ich auch den Randomizer so sehr. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Und ich bin äußerst gespannt, Freunde, was es in diesem Ei gibt, was wir in Bad Lavastadt bekommen, falls wir diese Stadt jemals erreichen sollten. Weil ich glaube, in dem Ei ist auch ein random Pokémon drin. Und das wäre ja mal richtig episch, oder? Stellt euch vor, da schlüpft weiter ein Mew raus. Oh. Stellt euch vor, da schlüpft ein Mew raus. Boah, dann... Also dann springe ich im Dreieck. So, Freunde, jetzt muss ich aber erstmal schnell hier Feierabend machen. Wenn euch der Part gefallen hat, macht es doch gerne kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Part, wenn ihr mögt. Bis dahin, sage ich tschüssi, Leute. Wallet euch das und bis bald.